5 Meter Gewicht. Second Sound, Ring 2, Runde 1. Round 1. Es wird ein hochinteressanter Kampf werden hier zwischen Rico Müller, dem Jungen aus dem Land Brandenburg, und Rafał Jakiewicz, diesem erfahrenen Polen. Beide im Super-Weltergewicht. Falls Sie sich gewundert haben, warum beide leicht über dem Gewichtslimit sind, mit 71 Kilogramm Müller bzw. 71,5, da es hier nicht um einen Titelkampf geht, um einen Titel geht, haben sich beide darauf geeinigt, dass das in Ordnung ist, das eigentliche Gewichtslimit so ein bisschen zu überschreiten. Ja, und Sie haben es richtig gehört und auch in der Grafik gelesen. Der Pole Rafał Jakiewicz, der ein großer Name ist im Boxen. Allerdings natürlich in seinem fortgeschrittenen Alter, seine besten Zeiten schon ein Weilchen her. Der bestreitet heute tatsächlich seinen 80. Profikampf. Also das ist eine Statistik, die hat man ja denn doch relativ selten. Gibt es nicht allzu viele aktive Boxer, die auf so eine Zahl kommen. Und Rico Müller, ich habe vorhin mit ihm gesprochen in der Hotelhalle hier im Maritim Berghotel. Der hat durchaus Respekt vor diesem Rafał Jakiewicz, auch wenn der natürlich deutlich älter ist und im letzten Jahr seinen letzten Kampf gewinnen konnte, davor allerdings 7-mal verloren hat. Der hat richtig, richtig Power im Schlagarm, hat Rico Müller verraten. Und da ist er durchaus gewarnt. Er will hier, das ist die Strategie, die sein Trainer Michel Trabant mit ihm ausgearbeitet hat, hier auf keinen Fall Risiko gehen, nicht zu offensiv boxen. Will sich so ein bisschen an Sven Ottke orientieren, den man ja das Phantom nannte, weil man ihn einfach nicht stellen konnte im Ring. Und wir erleben hier in Runde 1 einen temporeichen Beginn von beiden. Rafał Jakiewicz von Beginn an hier auf Angriff. Der Pole gut zu erkennen an den vielen Tattoos natürlich und an der grau-grünen Hose. Rico Müller, ein schneller Mann, hat die Doppeldeckung oben und dann versucht er zu kontern. Gute Aktion eben. Beweglich bleiben. Ja, Axel Schulz hat es angesprochen, es sind natürlich nur 6 Runden, aber das ist unter anderem logischerweise auch der Corona-Krise geschuldet, denn für ja fast alle Boxer, die wir heute Abend sehen, ist es der erste Kampf im Kalenderjahr 2020. Und nach dieser langen Zeit ohne Wettkampfbedingungen muss man natürlich erstmal so langsam wieder in den Rhythmus kommen. Ja, genau, da hat Rico Müller mal den Sven Ottke gemacht und Rafał Jakiewicz hat abgedreht. Das war die erste Runde. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie auch den Cheftrainer von Rico Müller, ehemaliger Europameister, Michel Trabant. Der Pole hier in Runde 1, der aktivere Mann, und hier haben wir Rico Müller mit seinem Trainer, mit Michel Trabant, gerade eben vom Ringsprecher vorgestellt und angekündigt. Michel Trabant, Ex-Profi, deutscher Meister, Europameister ist er gewesen im Weltergewicht, hat ja für die beiden großen Boxställe Universum und Sauerland geboxt. Mit 16 Jahren damals Profi geworden, der jüngste Boxprofi Deutschlands. Und jetzt also als Trainer unterwegs und erfolgreich mit Rico Müller bisher. Rico Müller zuletzt im September 2019 aktiv. Da hat er um die Weltmeisterschaft des Weltverbandes IBO geboxt gegen einen sehr starken Argentinier, Jeremias Nicolas Ponce in Berlin. Den Kampf hat er verloren durch Mehrheitsentscheidung. Davor allerdings 5 Siege in Folge für Müller, der jetzt hier seine beste Aktion bisher hat. Schöne Kombination zum Körper des Polen. Aber wirklich sein da? Ja, die Doppeldeckung muss stehen und beweglich sein, ruft Michel Trabant. Natürlich muss er schauen, dass er den Schlägen des Polen ausweichen kann. Jawohl.
22 Knockouts immerhin in der Kampfstatistik von Rafał Jakiewicz. Na genau, das ist die Taktik. Das sehen Sie jetzt an den Bewegungen von Rico Müller. Links heraus oder rechts heraus gehen, sich auf keinen Fall an den Seilen oder gar in der Ecke festmachen lassen von Jakiewicz. Auch Rico Müller, der 32-Jährige aus Eberswalde, da ist er geboren, wohnt jetzt da in der Nähe in Johannisthal. Schon ein erfahrener Mann, 30. Profikampf heute für ihn. Verglichen mit dem 80. von Jakiewicz klingt das natürlich nach nicht allzu viel. Gut so, Dicker. Aber er macht das gut hier, Rico Müller. Hat gute Aktionen jetzt hier in der zweiten Runde. Versucht den Polen auszuschauen, immer wieder diese Richtungsänderungen, mal links, mal rechts. Die Kombination zwar auf die Deckung, aber auch das kann ja durchaus Eindruck hinterlassen, sowohl beim Gegner als auch bei den Punktrichtern. Schöne Kombination, Rico Müller. Und dann setzt er eben am Seil nicht nach, um sich nicht der Gefahr auszusetzen, da in einen Konter zu laufen, sondern geht wieder raus. Also Rico Müller hält hier die taktische Marschroute, die ihm Michel Trabant mit auf den Weg gegeben hat, bisher sehr, sehr stringent durch. Die letzte Aktion, die war dann bei Rico Müller, die rechte zum Körper. Er war der aktivere Mann in dieser Runde, die sollte er für meine Begriffe gewonnen haben. Michel Trabant ist zufrieden, der Trainer in der Ringecke, während wir hier die Highlights aus der zweiten Runde sehen. Trainieren beide in Berlin, Rico Müller und Michel Trabant in der Nähe der alten Försterei, da wo der erste FC Union Berlin seine Heimspiele austrägt. Da ist ihr Gym weit im Südosten der deutschen Hauptstadt. Na, Rafał Jakiewicz, wir haben es angesprochen. War mal eine richtig große Nummer. 2008 Europameister im Weltergewicht. Damals gegen Jackson Osei Bonsu den Titel gewonnen. Zweimal hat er ihn verteidigt. Dann hat er sich entschlossen, den niederzulegen, weil er die Chance hatte, um die Weltmeisterschaft der IBF zu boxen. Also eines der großen vier Weltverbände. Das hat dann 2010 auch geklappt. Allerdings hat er den Kampf damals gegen Jan Zavek verloren. Weltmeister war er also nicht, Rafał Jakiewicz. Und einen solchen Mann zu besiegen, das macht sich natürlich gut im Kampfrekord von Rico Müller. Das würde sich gut machen. Wir müssen ja logischerweise im Konjunktiv bleiben. Denn er will natürlich nach dem angesprochenen Kampf um die IBO-WM gegen den Argentinier, den er verloren hat, will er logischerweise wieder angreifen. Will auf alle Fälle sich wieder für Titelkämpfe empfehlen. Sehr schön, wunderbar. Nach wie vor taktisch sehr, sehr diszipliniert, Rico Müller. Doppeldeckung oben und dann wartet er auf seine Chance, schlägt die Kombinationen. Auch wenn da noch keine harten oder gar Wirkungstreffer dabei waren, aber das sieht gut aus, was er macht. Sehr, sehr beweglich, schnell auf den Beinen, gutes Auge. Gefällt mir sehr gut bisher, Rico Müller.
Sehr schön, Nico. Gut so, gut so, gut so. Rico Müller hält hier gut dagegen, zieht die taktische Richtlinie durch und dass Rafał Jakiewicz auch mit seinen 43 Jahren hier noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Ich glaube, das hat der Pole jetzt schon in den ersten drei Runden bewiesen. Der Mann kann boxen, so viel ist klar, aber Rico Müller kann das auch. Bleib sicher, gut so, gut so, sehr schön, jawohl. Ja, da können auch schon mal ein paar von den Werbeaufstellern aus dem Ring fliegen. Axel Schulz hat es angesprochen, der Ring vergleichsweise klein, den MH Boxing hier ausgewählt hat für den Kampfabend heute hier in Braunlage. Rico Müller ist auf Kurs, gute Runde. Auch diese vom Mann aus dem Land Brandenburg. Hier schön zu sehen, wie er wieder rausgeht, Rico Müller. Also genau das, was Michel Trabant ihm mit auf den Weg gegeben hat. Auch hier seitwärts nach rechts. Das macht er bisher sehr gut. Rico Müller, er will auf alle Fälle den Infight vermeiden. Das hat er bisher geschafft. 2012 hat er den Interkontinentaltitel der IBO im Weltergewicht gewonnen gegen Nasser Atumani in Berlin. Den hat er dann viermal verteidigt, diesen Titel. 2016 gab es allerdings die Niederlage gegen Jeff Horn in Australien, einen TKO. Das war die einzige K.O.-Niederlage in der Karriere von Rico Müller. Weglassen, wunderbar. Ja, gut zu sehen, Rico Müller mit exzellenter Beinarbeit ist dort permanent am Tänzeln und so natürlich schwer zu treffen. Und dann, wenn er die Chance sieht, so wie jetzt, dann geht er rauf. Der Pole hat natürlich die Fäuste oben, da geht viel auf die Deckung, dennoch sind das gute Aktionen von Rico Müller. Und ging. Perfekt. Die Rechte durchgekommen. Gut so, gut so, gut so. Sehr schön, Dicker. Sicher sein, Rico. Auch Rico Müller hat hier viele Fans aus Berlin mitgebracht. Insgesamt dürfen ja nur 500 herein wegen des Sicherheitskonzeptes. Aber der Boxer aus der Hauptstadt, der hat natürlich eine große Fangemeinde und wenn Sie ihn bisher vielleicht noch nicht gesehen haben, dann wissen Sie jetzt auch warum. Das ist sehr, sehr attraktiv. Das ist starkes, schnelles Boxen, das Rico Müller hier zeigt. Wunderbar, Rico, sehr schön. Und vielleicht hören Sie auch Michel Trabant über die Außenmikrofone. Der Trainer ist bisher hochzufrieden. Das kann er auch sein. Ja, schauen Sie mal in das Gesicht von Rafał Jakiewicz. Hier ist die Rechte durchgekommen. Jetzt die Ermahnung von Mustafa Erenay, dem Referee aus Solingen, da auf die Innenhände aufzupassen. Tja, und Rafał Jakiewicz, wollte ich gerade sagen, wenn Sie in dessen Gesicht schauen, der scheint sich zu denken, Mann, Junge, ich bin 43, ich kann hier keine Kilometer machen im Ring. Aber das ist eben genau die Sven-Ottke-Taktik, die wir am Anfang angesprochen hatten. Und genau die zieht Rico Müller hier durch, bisher erfolgreich. Erste 30 kommt. Okay, wunderbar, perfekt. Gute Aktion wieder von Rico Müller. Jawohl. Sicher sein. Akustisches Signal für die letzten 10 Sekunden dieser Runde. Das Trennkommando vom Referee.
Und auf diese Runde sollte Rico Müller bei den Punktrichtern für sich verbuchen können. Hatte wirklich feine Aktionen drin, die Kombinationen, auch wenn die Schläge nicht treffen oder nur die Deckung treffen. Aber hier diese Konter, die er immer wieder anbringt, das macht er wirklich gut. Da kann er auch den erfahrenen Polen das eine oder andere Mal überraschen, so wie hier in dieser Aktion. Rafał Jakiewicz aus Minsk Mazowiecki, also das Minsk hat nichts mit der Hauptstadt von Belarus zu tun. Kampfname übrigens Braveheart. Trainiert wird er von Krzysztof Sawkowski, der Mann da im roten Trainingsanzug in seiner Ecke. Will es hier natürlich auch unbedingt wissen. Will hier seinen 80. Kampf, der ja schon ein besonderes Jubiläum darstellt, auf keinen Fall verlieren. Ist auch gut drauf, wie man sieht. Sehr, sehr sauberer Kampf von beiden übrigens auf technisch hohem Niveau. Und Rico Müller, ja, er muss aufpassen. War da einen Moment mal offen, aber hat das in dieser Sekunde sofort registriert und ist dann rausgegangen aus der Distanz. Don't speak, sagt Mustafa Erenay. Also die beiden scheinen da echt Spaß zu haben, da oben im Ring. Sieht man immer wieder mal den grinsenden Mundschutz von beiden. Das ist ein sehr ansehnlicher Kampf auf hohem technischem Niveau. Auch extrem hohes Tempo von beiden, während wir gerade eben in unserem ersten Fight dort dann schon mal ein bisschen abtasten gesehen haben. Gerade in den Anfangsphasen der Runden gibt es das hier bei den beiden gar nicht. Da wird 3 Minuten lang zugelangt. Rechtskombination von Rico Müller auf die Deckung des Polen. Eine Minute noch. Ja, und der Polen, ich hatte es angesprochen, dem wird die Lauferei hier ein bisschen viel. Der muss dem Rico Müller hinterher und genau das war der Plan von Müller und seinem Trainer. Und der Plan geht bisher auf, die vorletzte Runde. Weiter. Jetzt schieb dich rein, Digga. Jetzt schieb dich rein. Also Mustafa Erenay, der Referee, ermahnt hier beide offensichtlich ein bisschen die Faxen da im Ring zu unterlassen. Hat der Pole schon 2-3 Mal gebracht. Ja, jetzt wieder so ein Werbeaufsteller, der da aus dem Ring gefallen ist und Rico Müller ein bisschen ins Stolpern gebracht hat. Die letzten 10 Sekunden der vorletzten Runde. Ja, wäre gut für Müller jetzt noch mal eine Aktion zu haben. Ja, die hat er auch. Perfekt, Decker, wunderbar. Auch das. Alles weiterhin im Plan, alles weiterhin im Soll für Rico Müller aus Brandenburg. Meine Damen und Herren, nochmal bitte einen großen Applaus für unsere neue Girl Elisabeth. Hatten wir die Aktion mit dem Werbeaufsteller. Ist Rico Müller jetzt 2-3 Mal schon passiert in diesem Kampf. Wie gesagt, der Ring relativ klein. Die Schläge des Polen zumeist auf der Deckung. Rico Müller hatte, auch das haben wir gesehen in den Highlights, eine
Klare Linke da am Kopf von Rafał Jakiewicz. Rico Müller mit einer K.O.-Quote von 59%. Das ist für diese ja nicht allzu schwere Gewichtsklasse eine sehr respektable Zahl. Aber heute, glaube ich, steht das nicht zur Debatte. Ein K.O.-Sieg, das war auch nicht der Plan, nicht das Ziel von Müller und Michel Trabant, seinem Trainer. Aber ein Punktsieg gegen den um so viel erfahrungreicheren Polen, der sollte es natürlich unbedingt sein. Und Müller ist nach wie vor auf einem guten Weg. Feine Kombinationen hier zum Kopf und zum Körper von Jakiewicz. Doppeldeckung steht bei Müller. Hat sehr, sehr wenig genommen in diesem Kampf. Verliert so langsam die Lust. Aber so zu boxen, das ist nicht nur nicht verboten, das ist sogar in solch einem Kampf angeraten. Rico Müller einfach schnell auf den Beinen. Da hat er deutliche Vorteile gegenüber Rafał Jakiewicz. Und diese Vorteile, die nutzt er hier nahezu perfekt. Kaum auszumachen, hat wie gesagt kaum etwas genommen. Wieder sicher sein, das ruft Michel Trabant, damit er das auch jetzt in der letzten Runde ja nicht vergisst, der Rico Müller, und sich hier vielleicht doch noch den Lucky Punch einfängt. Schön sicher sein. Sicher sein, geh weg da, gut so. Hat konditionell natürlich auch gar keine Probleme, diesen bewegungsaufwendigen Stil hier über die 6 Runden zu halten. Ah, sicher sein, Nico, sicher sein. Und gehen wir. Halbe Minute noch zu gehen. Jawohl. Müller will jetzt natürlich nichts mehr riskieren. Er hatte die klareren Treffer. Hat selber wenig nehmen müssen und sollte diesen Kampf hier nach Punkten gewinnen. Aber dazu muss er ihn natürlich stehen beenden, das ist klar. Jakiewicz versucht ja nochmal alles in den letzten Sekunden. Aber er kann Rico Müller nicht stellen. Das war ein hochinteressanter Kampf, vor allem natürlich auch aus taktischer Sicht. Und Rico Müller, der 32-Jährige aus Johannisthal bei Berlin, hat hier eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Hat vor allem, wir haben es mehrfach erwähnt, die taktische Marschroute seines Trainers Michel Trabant hier aber wirklich bis aufs Komma durchgezogen, bis zum Schlussgong. Sehr, sehr disziplinierte Vorstellung. Der Gegner Jakiewicz da schon ein wenig entnervt zeitweise, weil er da mit seinen schon etwas müden Beinen kaum noch hinterherkam. Aber das war taktisch stark von Rico Müller. Und er hat vor allem auch immer, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, er hat die Möglichkeiten genutzt. Wenn er gesehen hat, dass Jakiewicz eine Verschnaufpause braucht, dann ist er nach vorn gegangen, viele, viele Kombinationen geschlagen. Natürlich viel auf die Deckung, viel auch vorbei, aber insgesamt sollte das reichen, um hier diesen Kampf nach Punkten zu gewinnen. Die beiden hatten auf alle Fälle Spaß miteinander. Auch der Ringrichter Mustafa Erenay hat sich da ein bisschen dazugesellt. Ja, schauen Sie mal, hier Jakiewicz ist also offensichtlich ein richtiger Showman.
Mustafa Erenay steht bereit mit den beiden Boxern, aber Punktzettel. Das Urteil ist noch nicht da, das erwarten wir dann aber in den nächsten Sekunden. Und zwar jetzt, Ringsprecher Ingo Rohrbach ist bereit zur Verkündung des Urteils. Meine Damen und Herren, nochmal einen großen Applaus für beide Boxer. Dominik Kuhhaupt wertet den Kampf 57-57 unentschieden. Daniela Otten und Christian Rösen werden den Kampf 58-56, beide für Rafael Jakewitz. Und damit haben wir eine Split-Decision, 2-1 Punktrichterentscheidung. Sieger aus der roten Ecke, aus Polen, Rafael Jakewitz. Uiuiui, das ist dann für mich zumindest ein bisschen überraschend. Rico Müller, der kann das kaum glauben. Ungläubig läuft er da durch den Ring, Rico Müller, und fragt sich, wie dieses Urteil zustande kommen konnte. Einer hat unentschieden gewertet, zwei Punktrichter für Jakiewicz. Damit also Majority Decision, also Mehrheitsentscheidung. Das ist überraschend. Klar hat der Pole hier einen guten Kampf gemacht, aber Sie haben es gesehen. Er war der aktivere Mann, aber Treffer von